Boston Crab. No! Wie gemein. Nein, 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 nein. No! Auf den Stuhl. Oh! Oh, oh, oh. Was wird das? Was wird das? Was oh, wird das? Der. No! Um hier Champion zu werden. Und schaut euch das an. Eros springt da nach draußen, nur um sich den Klappstuhl einzufangen. Geil. Gefällt mir. Oh, fuck. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Und ich sehe schon, dass ein Dari im Chat wurde selber langsam Zeit. Warum warst du nicht früher hier, hm? Wir laufen schon eine genau. Minute und 26 Sekunden und du warst erst nach 50 Sekunden da. Was ich damit sagen will, mein Name ist der Geronny, neben mir ist der bezaubernde Amazing Black. Hallo. Ich streichel dich gerade, du kannst es zwar nicht sehen, aber ich hoffe, du kannst es fühlen. Das war aber nicht mein Kopf. Im Stream kann man es genau sehen, also. Aber ja, du hast dein Gehirn halt woanders. So, willkommen bei German Core Wrestling. Wir haben jetzt mittlerweile Folge 22. Das ist die erste Folge nach Lastenlight. Und um mal noch so ein bisschen die Vergangenheit Review passieren zu lassen. Alle Champions haben den Titel gewechselt. Nein, ist das richtig? Doch, so ist es richtig formuliert. Ja. Oder möchtest du was korrigieren? Nein. Deswegen, wir haben jetzt einen Umbruch hier in der Liga. Also, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, die Tag Team Champions haben gewechselt. Wir haben da jetzt die Red Faction an der Macht. Lord of Nightmare hat sein German Core Wrestling Championship verloren gegen Corey Dynamite. Antoine hat seinen Titel verloren gegen Beretta. Dann haben wir Error, der seinen Titel gegen Leon Vespucci verloren hat. Bei den Frauen. Kim Culver hat den Titel gegen Hannah verloren. Habe ich was vergessen? Eigentlich nicht, ne? Wir waren jetzt durch. Alle fünf. Genau, alle fünf. Und jetzt setzen wir da an. Denn wir haben heute ein Rematch. Damit fangen wir auch an. Und bam, Kamerawechsel. So. 3 Minuten sind um. Beginnen wir mit dem ersten Match. Und heute starten wir nach dieser langen Pause mit einem wunderschönen Titelmatch. So muss das sein. Und hier haben wir die Herausforderer, die ehemaligen Champions, die eben noch am Tisch saßen und sich noch Proteinriegel in den Mund gestopft haben. Zumindest der eine. Vielleicht kann der eine heute was. Ja, du musst heute das Match führen. Nur wenn ich blute. Nur wenn du blutest. Ja, ich hatte ja auf unserem Discord-Server erwähnt, mit dem Stream wird es jetzt ein bisschen zurückfahren. Ich hatte ja die Schulter gebrochen und deswegen sehr viel Zeit, sehr viel zu streamen. Jetzt wird es ein bisschen weniger, aber das Ziel ist es, mindestens einmal die Woche GCW zu streamen. Und mit diesem Stream haben wir das jetzt auch erfüllt. Wir werden immer weitermachen, mal mehr, mal weniger. Deswegen genießt jetzt mit uns dieses wunderschöne 2 gegen 2 Tag Team Match. Und hier haben wir auch die Gegner begleitet vom ehemaligen Shining Star Champion Error. Oh ja, komm, die zwei kannst du doch vorstellen. Munoz und Carlito. Eieiei. Diese bösen Leute sind in Tag Team Matches umgeschlagen. Hallo Jarb, schön, dass du da bist, mein Freund. Du bist pünktlich zum ersten Match. Zum Opener. Und es ist ein wunderschönes Rematch. Denn, ne, Rematch-Klausel, unsere Tag Team Champions haben das Recht auf ein Rack-Match.
Und ja, die Red Faction darf jetzt zum ersten Mal ihre Titel verteidigen. Die sind in Tag Team Matches noch ungeschlagen. Aber logisch, sie wurden von Error angelernt. Da kommt man nur schwer vorbei. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Amazing Black muss bluten, dann können wir auch nicht verlieren. Er fängt auch extra an. Ich hoffe, er kriegt jetzt gleich einen super Kick ab und blutet. Schauen wir mal. Nein. Amazing Black macht hier die ersten Aktionen. Alter, der Riegel wirkt ja schon. Was war denn da drin? 14 Gramm Protein. Anabolika. Steroide. Alter. Ey, nicht, dass du irgendwann nicht mehr den Full Nelson brauchst. Machst jetzt immer nur Bergs oder was? Mhm. Guck mal, beide von Red Faction im Ring. Die Unfairen. Bei Last Light, da gab es ja kein Unfair. Da war es ja ein Tornado-Tag-Match, wo alles erlaubt war. Hier ist es aber ein bisschen geregelter. Wir haben hier ein normales Tag-Team-Match. Da muss man sich an Regeln halten. Das ist halt die Frage, wie würdest du denn Red Faction einschätzen? Kommen die besser mit sowas klar, traditionell, oder brauchen die Hardcore? Ich glaube, das ist bei denen ganz egal. Also jedenfalls nach dem, was man bis jetzt von ihnen gesehen hat. Hauptsache, die können fliegen. Genau. Nicht so wie Pokita und... Ey, die können fliegen, die müssen nur treffen. Ja. Ah, ja, ja. Hier hat jeder so seine Macken. Und Kalito ist gerade im Ring und dominiert hier gegen einen Amazing Black. Jetzt ein Coverversuch. War schon eine 1, also. Wenn Amazing Black nicht bald blutet, kann er sein volles Potenzial hier nicht ausschöpfen. Ich habe ja gesagt, ritzt sich vor dem Match. Oh, Wechsel. Die Best Friends United wechseln. Tiger Rani im Ring. Schnappt sich Kalito. Der VIP. Boah, Back Elbow. Tot. Und Wechsel. oh Gott. Zählt es auch, wenn dein Knie blutet? ja. Oh, dann soll er weitermachen. Aber jetzt Munoz. Der Gute kriegt hier erstmal einen Slingshot ab. Werden Best Friends United wieder Tag Team Champions? Oder werden die Schüler von ein Error hier verteidigen? Schöner Vorarm, Tritt aufs Gesicht. Und just for you, a Dragon Screw. Nice. Ja, mit Liebe in jedem einzelnen Schlag. Anders kann ich das nicht beschreiben. Und in jedem Tritt kommt Liebe mit, ne? Mhm. Oh. Schöner Shop. Jetzt wieder der Wechsel. Amazing Black darf ran. Mit der Hoffnung, dass er endlich blutet. So, Munoz. Was immer das werden sollte. Er hat verkackt. Der Amazing Black kommt schon mit der Clothesline, die keiner kommen sehen hat, angerannt. Coverversuch. 1. Weißt du, ob Pins rauskommen kann, der Amazing Black noch? Alter. Ja. Oh, Clothesline. Alter, sogar ein Backflip übers dritte Seil schaffst du. Ja, du nicht. Ja, ich hab's versucht, aber irgendwie wollte das nicht. So, oh, Full Nelson. Angesetzt. Kalito in Schwierigkeiten. Natürlich. Natürlich. Ey, hast du gesehen, wie gut du einen Stunner fallen kannst? Ja. Gar nicht. So, jetzt, Ronny ist da, um die Ehre zu retten. Und er kriegt einen fetten Tritt ab und noch einen Tritt und Armwrench. Aber er befreit sich. Ja, Best Friends United müssen hier mal wieder total united sein. Oh, Kalito in Schwierigkeiten. Oder auch nicht.
Mal gucken, ob Ronny da irgendwas draus zaubern kann. Ich denke ja nicht, weil Amazing Black einfach noch nicht blutet. Und nur wenn Amazing Black blutet, können Best Friends United gewinnen. Cover 1, 2. Mein Gott, ich schaffe das nicht so schnell wie in Amazing Black, also. Und jetzt lassen die sich aber ganz schön feiern. Dropkick, Gegner landet im Seil. Was macht denn Ronny? 619! Ja, den macht man doch von da, oder? Ja, perfekt getroffen. Such dir eine neue Ecke, Amazing Black. Sei doch Running DDT hinterher. Oh, Kipp ab. Nur um gleich die nächste Aktion abzukriegen. Oh, gegen den Rev. Bulldog hinterher. Ja, da muss man dem Amazing Black zeigen, wie das hier geht. Ey, Mr. Bombic ist da. Ja, du warst schon eine Weile nicht dabei. Du warst ja immer verhindert, aber schön, dass du da bist. Oh, oh. Arm Drag. Amazing Black. Wann wirst du bluten? Wann wirst du bluten? Clothesline. Carlito. Setzt sich durch. Coverversuch. 1, 2. Und Munoz weiß nicht, wo er hingehört. Falsche Ecke. Aber gut, kriegt er in Form ab. Crossface. Mal gucken, wird Ronny sich da einmischen? Ja. Läuft da ruhig rum, aber... Ja, guck mal, er wusste. Amazing Black ganze Zeit so, misch dich nicht ein. Hat man doch ganz laut gehört. Ja. Der weiß halt, was er macht. Oh, oh. Oh, oh. Full Nelson Bomb. Oh, das Ding letzt. Und wenn man jetzt noch Munoz aufhalten kann, dann ist das Ding vorbei. 1, 2. Na, nee, fast. Fast. Oh, Running DDT. Jetzt müsste Carlito mal wieder in die Ecke kommen langsam. Ja, der ist schon eine Weile drin. Das haben wir von der Red Faction aber schon mal besser gesehen. Oh, 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 oh. Da gibt's die nächste Hard-Aktion, der Fame Razor. Oh Gott. Ronny Pony Mündi Blündi hört ja gar nicht mehr auf. Bump and the Bump. Cover, Beine eingehakt. 1, 2. Munoz wird aufgehalten. Was reicht immer noch nicht. Taktische Besprechung. Ja. Ob dem Error gefällt, was er da sieht. Wie seine Leute da niedergemacht werden. Also ich muss sagen. Ich hoffe doch, dass es ihnen nicht gefällt. Ja, Bestleistung sieht anders aus. Also. Bei Last Light da haben die ganz anders gekämpft. Da waren sie ein richtiges Team. Munoz angegriffen, weil Carlito noch draußen ist. Und jetzt kommt er rein. Oh, ausgewichen. Dann zu einem Hip-Toss geschmissen. Ja, der Carlito, der ist geführt schon das halbe Match im Ring. Kriegt da eine dicke Aktion nach der anderen ab. Und wird aber auch immer weiter. Und jetzt die nächste Bomb, Handle Powerbomb. Vorbei! Obwohl. War natürlich schlecht platziert. Aber jetzt ist Munoz nicht mehr da. Wenn jetzt eine dicke, fette Aktion kommt. Oh oh, oh oh, Zeit für einen Frog Splash. Zeit für einen Frog Splash. Naja, fast. Fast. Habe ich verlernt seit meinem Schulterbruch. Geht das nicht mehr so mit den Armen. Wenn ich schlafe, sehe ich noch immer diese Kopfschere. Oh, 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 Samoan Driver. Amazing Black blutet noch nicht, aber Tiger Ronnie ist da. Verschafft ihm ein bisschen Zeit. Aber mit diesem Samoan Driver sind sie ja auch Champion geworden und haben auch die erste Konfrontation mit Best Friends United überstanden. Aber Amazing Black kann hier noch gut entgegenwirken. Muss jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ah, Ronny ist ja schon wieder da.
Guck mal, immer noch Kalito drinne. Mulas kommt hier gar nicht irgendwie ins Match. Ja, auch außerhalb des Rings wird es schwer mit dem Abklatschen. Best Friends United, bis jetzt ganz klar das bessere Team, zeigen die krassen Moves, wechseln regelmäßig. Oh oh, oh oh, zu viel gelobt. Zu viel gelobt, jetzt Tag Team Action. Ab ins Seil. Back Elbow. Was kann Munoz jetzt aus dieser Situation machen? Nimmt sich Tagaroni hoch. Oh oh, oh oh. Jetzt ist er DDT. Und das war's. Ist vorbei. Eins, zwei. Nein. So einfach geht das dann doch nicht. Aber Red Faction zeigt hier wieder ein bisschen Leben in diesem Match. Man könnte meinen, sie arbeiten jetzt zusammen. Oh oh, Crippler Crossface. Kann sich dein Amazing Black noch einmischen? Ja. Ah, und jetzt greift man sich hier Amazing Black. Oh, Ronnie hat ihn gerettet. Uranagi. Oh. Oh. Munoz greift da ein. Was immer Kalito da macht. Denen. Ja. Oh, 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 oh. Death Rally. Ja, aber leider blutet der Falsche. Oh, oh, Tagaroni steht da. Was macht Munoz draus? Nichts. Aber Ronnie lässt sich da nicht aufhalten. Er macht einfach weiter und weiter und weiter. Best Friends United, sie wollen wieder Tag Team Champions werden. Dazu müssen dann diese Red Faction vorbei. Und bis jetzt sieht das sehr gut aus. Wow! Hast du gesehen, wie gefährlich ich aussehen kann? Sehr, sehr süß. Ja. Aber die müssen auch aufpassen, ne? Championship-Vorteil, wenn die ausgezählt werden, egal wer, bleiben die Tag Team Champions. Und Munoz will ein Amazing Black, ob das jetzt nicht ein Fehler ist. Oh oh, und wie das ein Fehler ist. Ab in den Full Nelson. Kalito muss da reinkommen. Und jetzt das Cover. Eins, zwei. Der Amazing Black, der hat ja heute Höchstform. Und das alles wegen seinem komischen Riegel. Also ich würde echt mal eine Inhaltsangabe haben. Da stimmt doch was nicht. Mit dem Code T800 gibt es 10% Rabatt auf ESN-Produkte. Oh Mann. Deswegen so ein Leistungsschub bei dir. Oh oh, was hat der Kalito oh, jetzt vor? Oh, 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 er kommt angesprungen, Overcastle. Oh, er geht in die Ecke. Für was? Für was? Oh, 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 oh. Oh, oh, Superkick. Wird das ein Superkick? Nein! Handspring Pili Kick! Skava, aber Ronnie ist da! Und springt oh, auf den Referee. Kann man mal machen. Frauenschläger, Frauenschläger. Ey, ich bin auf die Frau gesprungen. Ich habe sie nicht geschlagen. Ich habe sie vielleicht erschlagen. Mit meinem Körper. Aber ich habe sie nicht geschlagen. Oh, oh, oh. Kalito aufs dritte Seil. Amazing Black ist da. Crossbody. Kalito legt sich einfach mit Beinen an. Der Wechsel. Oh, oh, was macht Munoz? Nimmt sich da Amazing Black. Amazing Black befreit sich. Lockup. Munoz setzt sich durch. Front Slam. Oh, oh. Alle, up. Oha. Mit Cover. Seit wann hat diese Alle, up Bomb eine Pin-Animation? Ich weiß es nicht. Das muss neu sein. Amazing Black kriegt hier Probleme. Weil er nicht bluten will. Er will es einfach nicht.
Jetzt verpasst ihr doch mal richtig fetten Tritt ins Gesicht. Ja, von mir aus auch so. Oh oh, wieder Tag Team Action. Oh oh. Oh oh. Katapult Vorarm. Und der Sprung. Und der Messing Black steht einfach auf. In die nächsten Tritte rein. Warum steht denn der da nicht so schnell auf? Weißt du es nicht? Aber Red Faction ist endlich aufgewacht, also. Jetzt sind sie hier klar das bessere Team. Double Hip Doss. Ah, oh, noch schöne Dritte dazu. Und jetzt will Munoz es beenden. Oh oh, oh oh. Fisherman DDT Cover. 1, 2. Es reicht noch nicht. Und Kalito wird jetzt bearbeitet. Ronnie wird bearbeitet. Heftig, heftig, heftig. Und man hört jetzt da auch gar nicht auf. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aber Ronnie ist doch gar nicht der legale Mann im Ring. Und wenn jetzt Amazing Black zuschlagen kann. Kann er aber nicht. Kann er aber nicht. Oh oh, oh oh. Was sehen wir? Was sehen wir? Swanton Bomb? Nein. Oh oh, oh oh, oh oh. Swanton Bomb! Wunderbar! Trotzdem, Amazing Black ist nicht da. Es gibt den Chesscraker. Kann Munoz hier noch was zeigen? Nelbo Drop! Aber ins Leere. Mal gucken. Big Boot. Oh! Wusste gar nicht, dass ich mein Bein so hoch bekomme. Oh oh, oh oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Er hat dreimal gejubelt, jetzt muss er aber. Geil. Dafür jubel ich auch dreimal. Dropkick. Wer wird Tag Team Champion? Noch wollen es beide, noch hat hier keiner aufgegeben. Oh oh, oh oh, Kalito befreit sich. Oh oh, es geht wieder hoch für den Samoan Driver. Er sitzt. Cover, aber Ronnie ist da. Und Ronnie ist weg. Oh nein, Ronnie wird im Ring behalten. Der Whip. Jetzt ist Ronnie weg. Oh, 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 Coverversuch. 1. Ah, Munoz ist da. Das sah ja fast aus, als würde er sich noch mit Ronnie beschäftigen, aber nein. Oh, oh, Big Splash. Amazing Black gibt jetzt hier alles. Er versucht's. Immer rein da! Aber irgendwie fehlt da immer was. Ein Amazing Black kann es nicht beenden. Kalito lässt sich da von Ronnie ablenken. Oh oh, oh oh, Ronnie wehr ab. Sehr schön. Als würde ich ihn steuern. Und jetzt nochmal, komm. Nein! Mm. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Palm Pendel. Stoppage Crusher. Cover. Das könnte es jetzt gewesen sein. Das ist kein Ronnie da. 1, 2 und 3. Red Faction verteidigt. Und sie bleiben weiterhin in Tag Team ungeschlagen. Mm. Heftig. Heftig, heftig. Ah, schöne Aktion waren bei. Aber die Red Faction hat gesiegt. Die Red Faction bleibt hier Tag Team Champion. Ja, natürlich habe ich auch eine Kopfschere abbekommen. Klar, dass man da nichts machen kann. Und mal wieder wollte Amazing Black nicht bluten. Das ist deine Schuld, weil du geblutet hast. Aber das. Aber verdient. Verdient. Haben zwar die erste Hälfte verschlafen, aber die zweite Hälfte haben sie alles gegeben, haben sich durchgesetzt. Und sie bleiben Tag Team Champions. Die Red Faction. Niemand kann sie aufhalten.
Damit haben wir das erste Match vorüber. Und jetzt geben wir den Damen ein wunderschönes Match. Und unsere neue Championess darf ihre Nummer 1 Herausforderin mal Hallo sagen. Auf die ganz nette Art und Weise. Das erste Abtasten dieser zwei Figuren. Und das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten, aber nicht hier. So. Damit ihr wisst, was letztes Mal bei Last Light passiert ist. Einerseits hatte Hannah, die auch noch ungeschlagen ist, ne? Also noch keiner konnte diese Dame besiegen. Hat ja Kim Kulwe besiegt, hat Kim Kulwe den Titel abgenommen und ist jetzt unsere Knockout-Championess. Und später am Abend gab es ja das Frauen-Battle Royale. Und das gewann Beautiful Blue. Das heißt, diese zwei Damen werden in der nächsten Großveranstaltung aufeinandertreffen. Und jetzt gibt es hier den Erstkontakt zwischen den Zweien. Da sehen wir Hannah. Aus Montana. Ist aber schon interessant, wie die ganzen neuen Leute hier einfach mal so richtig überraschen, ja? Sei es jetzt die Red Faction, sei es Hannah. Und ich denke mal, da wird noch mehr kommen. Mehr neue Leute, oder? Einmal das. Aber auch, dass die jetzt frisch dabei sind, überraschen werden. Ich meine, Corey Dynamite, ja, ist schon ein bisschen dabei, aber verglichen mit unseren alten Eisen ist er auch einer der Neuen und er hat den Lord of Nightmare besiegt. Ist jetzt unser German Core Wrestling Champion. Und hier haben wir erstmal diese wunderschöne Beautiful Blue. Diese Dame war auch mal Champion. An Kim Kulwe kamen sie nie vorbei. Aber vielleicht klappt es ja gegen Hannah. Aber schauen wir mal. Sie war in einem Six Women Battle Royale dabei. Da waren andere Mädels wie zum Beispiel eine Ashley dabei, die ja als erstes rausgeflogen ist. Wo ich eigentlich so die meiste Hoffnung hatte, dass sie da was reißen kann. Aber nein, das war zu unserer Überraschung dann Beautiful Blue. Ich weiß, Gutierrez war noch dabei. Hielt bis zum Ende durch, aber dann ging Beautiful Blue. Ging es einfach nicht weiter und sie hat das Battle Royale verloren. So, jetzt haben wir hier diese zwei Damen im Ring. Und mal gucken, ob man Hannah hier auch irgendwie besiegen kann. Denn bis jetzt sieht es nicht danach aus. Beautiful Blue befreit sich da aus diesem Griff. Nachsetzen kann sie nicht, da ist Hannah zu schnell und gleich wieder Snapmare. Auf in diesen Stretch und wieder versucht eine Beautiful Blue sich da zu befreien. Es funktioniert und wieder ist Hannah schneller. So, was sehen wir? Ja, einfaches Frauenwrestling, wie ich das hier bezeichnen würde. Ich meine, unsere Männer würden nicht so kämpfen. Oder? Außer Slave. Hey. Ey, solange ich nicht dreimal schnell hintereinander sage, wird er auch nicht hinter mir auftauchen. Also lass mich. Slave. Und spürst du schon seinen Atem in deinem Nacken? Ich bin dein Vater. Nenn mich Daddy. Oh, Beautiful Blue hier mit dem Face Crusher. Cover, du bist so eins. Für wen bist du denn hier? Das alte Eisen? Lord of Nightmare. Ich bin dein Lustknabe. I am your daddy. Ich bin für Hannah. Für die unbesiegbare Hannah. Die hätte eigentlich eine Kopfschere als Finisher haben müssen. Das wäre dann der Hanakan Runner. Aber so kreativ war man hier nicht. Oh, 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 oh. Eat defeat.
Eat my feet. Genau. Autsch. So, beide sind jetzt draußen. Müssen sie aufpassen, dass sie nicht ausgezählt werden. Wie oft für eine Beautiful Blue noch das Knie schmecken. Oh, Befreiungsschlag. Jetzt hat Beautiful Blue genug. Na dann, ein Suplex. Vielleicht ist das ja ihre Strategie, jetzt hier durch Counter zu gewinnen. Ja, mit ein bisschen Taktik und mit ein bisschen Glück klappt das. Und man muss sich halt dem Gegner nicht mal richtig stellen. Man muss halt bloß rechtzeitig wieder im Ring sein. Aber Hanna wirkt da entgegen. Ja, da gibt es einen Schlag. Oh, Jumping Knee. Das Ding sitzt. 1, 2. Nein. Beautiful Blue. Nur bis 2. Da kam sie noch raus. Oh, dieser Vorarm. Cover 1, 2. Und sie kommt wieder raus. War schon ganz schön knapp. Ja. Boah, aber die haut auch zu. Egal, ob mit Knie, mit der Faust, mit dem Ellenbogen, mit dem Stiefel. Oh, oh. Oh, oh. Hanna auf dem dritten Seil kommt angesprungen mit dem Vorarm. Wer soll sie denn aufhalten? Jawbreaker. So, Beautiful Blue. Mal am Drücker. Whip. Armdrag. Aber da müssen auch mal härtere Moves kommen. Also, wenn du mal guckst, was Hanna da alles zeigt. Und Beautiful Blue kommt hier mit einem Armdrag. Da liegen ja doch schon so ein bisschen Welten dazwischen. Da muss Beautiful Blue einfach mal jetzt eine Nummer hochdrehen. Ah, Crush-Up funktioniert nicht. Hanna darf wieder machen. Und wieder so ein Vorarm. Und die hört auch nicht auf. Wieder mit dem Knie ins Gesicht. Und ich glaube, jetzt war es das. Wieder vor. Oh, Beautiful Blue wehrt sich mal. Headbutt! Das ist die Härte, die wir sehen wollen. Jetzt geht sie aufs dritte Seil. Oh, 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 Moonsault! Blue ist oh. Was war das, bitteschön? Der bluest Moonsault ever. Was? Warte, was? Was ist das für komische Bewegung? Ich glaube, Beautiful Blue hat einfach zu viel gegen den Kopf bekommen. Ah, Dropkick trifft nicht. Aber diese Härte wollen wir sehen. Oh, schön weggerollt. Ah, da geht es jetzt wieder in den Ring. Beautiful Blue versucht da aufzustehen. Oh, diese Ohrfeige. 1, 2 und 3. Vorbei. Das reicht. Seele aus dem Schädel geslappt. Ja, es hätte vielleicht anders ausgesehen, hätte der Moonsault besser getroffen, aber Hanna bleibt weiter ungeschlagen. Ich meine, sie hat nicht alle ihre Matches gewonnen, denn eins davon war ein Triple Threat Match, aber da wurde sie nicht gepinnt. Und das ist bei uns keine Niederlage. Das mögen vielleicht andere anders werten. Bei uns sind nur die Gepinnten die Verlierer. Ja, die Hanna, die setzt sich durch. Sie ist frisch dabei und gewinnt alle ihre Kämpfe. Sie ist eigentlich die weibliche Version von Blade. Als er hier angefangen hatte, waren es auch 6, 7, 8 Siege hintereinander, bevor er dann doch nicht mehr so viel Glück hat. Ach, da erwähnt man ihn einmal. Da erwähnt man ihn einmal und er kommt sofort auf dem Silbertablett serviert. Ja, dann sind wir mal gespannt, denn Blade darf ein der anderen neuen jetzt mal zum Ring führen und ja, den mal so ein bisschen auf Herz und Niere testen. Deswegen auf zum nächsten Match.
Und wir haben den eben erwähnten Blade im Ring. Als er hier angefangen hatte, war er lange Zeit ungeschlagen, hat die besten Wrestler der GCW fertig gemacht. Seine erste Niederlage war dann nach ca. 6-7 Kämpfen gegen einen Yoshi Hiroshi, als es um den Shining Star Championship ging. Da war vor ihm zum ersten Mal Schluss. Aber seine Leistung blieb gleich. Er hat danach weitere Siege gesammelt. Natürlich, auch er hat dann mal eine Niederlage einkassiert, aber er macht sich trotzdem sehr gut bei uns. Mal gucken, was er heute reißen wird. Sein Gegner, den haben wir schon ein, zweimal gesehen. Aber gegen ein Blade hat dieser noch nicht gekämpft. Ich glaube, du hast Katsuyori noch gar nicht gesehen, oder Flo? Du warst die letzten zwei Mal ja nicht dabei. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Naja, dann gibt's vielleicht jetzt eine positive Überraschung. Schauen wir mal. Ich bin ja schon glücklich, dass das Spiel heute noch gar nicht abgestützt ist, ne? Hattest du den neu eingereichten von mir schon noch drin? Du hast mir nie gesagt, dass du einen fertig hast. Doch. Du hattest mir gesagt, dass du einen erstellst. Und dass die Server nicht funktionieren zum Hochladen. Das war der letzte Stand, den ich hatte. Aber dann können wir ja danach machen. Genau. Da siehst du, dann wird es wohl demnächst wieder einen Neuzugang geben. Aber nur so nebenbei, heute wird es noch zwei Neuzugänge geben. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesem Mann. Dieser Mann heißt Katsuyori. Er hatte ein Qualifikationsmatch gegen Sergeant Army. Da wurde dann entschieden, ob er in Liga 1 oder Liga 2 seine Reise hier bei GCW beginnen wird. Und da er Sergeant Army besiegt hat, ist er hier bei Liga 1 vertreten. Und ihr könnt euch darauf freuen, dass er jetzt hier gegen Blade ist. Und mal gucken, ob er seine Siegesserie aufrechterhalten kann. Vielleicht ist er der nächste Blade. Und ja, er kriegt kein Gehalt, weil er so viel Feuerwerk hat. Dari plus 1, ja, was plus 1, Dari? Mit dem gespannt sein oder mit kein Gehalt kriegen? Ja, du kriegst auch kein Gehalt. So, dann nehme ich noch einen Schluck von meinem Energy. Ha, ich habe euch angelogen, ich nehme zwei Schluck. Schluxusse. Schloss Schluxussi. Oh Gott. Ja, und es geht los. Katsuyori in grün gegen Blade in schwarz. Mal gucken, wer sich hier durchsetzen wird. Da sehen wir auf jeden Fall einen schönen Leg Drop gegen Blade. Und Katsuyori geht hier gleich mal in den zweiten Gang, während dein Blade noch im ersten Gang feststeckt. Backboot. Schauen wir mal, was diese blonde Locke hier von sich zeigen kann. Ich glaube, Blade ist aufgewacht. Aber reicht das? Oh, ausgewichen! Warum kannst du das nicht, Amazing Black? Ich muss härter geschlagen werden, das ist alles vernarbt im Gesicht. Da kommt ein schöner Springboard. Und schon ist Blades Kopf beschädigt. Katsuyori lauert da, bereitet seinen Schlag vor. Die nächste Combo angesetzt. Power Slam soll kommen, aber nein, abgewehrt. Blade scheint Probleme zu haben. Ich habe ihn halt einfach zu viel gelobt, ne? Das darf ich einfach nicht machen. Jetzt hält sich bestimmt Blade für den besten Wrestler aller Zeiten und gibt sich jetzt nur halb so viel Mühe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da muss ich halt mehr Negatives reden. Blade, du bist scheiße. Blade, du kannst nichts. Irgendwie habe ich da auch schon wieder recht, oder? Aber Katsuyori, ja, der macht das auch gut. Also, ich meine, er hat ja angefangen, hat Sergeant Army besiegt. Also, irgendwo wird er ja schon Talent sein.
Er fängt ja nicht umsonst hier in Liga 1 an. Und wie er sich da auch durchsetzt, was für Kombination er da raushaut. Jetzt der Whip. Zurück in den Ring. Und Katsuyori baut sich da einen Plan zusammen und will ihn jetzt umsetzen. Oh mein Gott, Lebenszeichen von Blade. Ach, hat ja lange gedauert. Oh mein Gott, das wird jetzt etwas spannend. Konterfestival. Ja, ein Swinging und wartet DDT. Jetzt lauert er in der Ecke doch für was? Oh oh, oh oh, Blade's Blade. Und er sitzt. Was das? Eins, zwei. Nein. Wird die ganze Zeit verprügelt, aber es ist der erste, der hier eine richtig fette Aktion zeigen kann. Das ist unser Blade. Anders kennen wir ihn doch gar nicht. Mhm. Ja, aber guck es dir an. So gut musst du auch bluten können. Oh, oh, Katsuyori, komm zurück. Lariator. Kann ein Katsuyori hier zurückkommen? Kann er viel zeigen? Kann er einen Blade besiegen? Auf jeden Fall geht er hier in die Offensive. Oh, Blade wehrt sich. Will jetzt in die Ecke gehen? Nein, noch nicht. Es ist noch nicht so weit, aber es gibt den Crippler Crossface. Damit hat er schon viele zur Aufgabe gezwungen, selbst wenn es so aussah, als würde er verlieren. Aber Katsuyori befreit sich, tritt in den Magen. Whip, doch für was? Ein Schlag in den Magen. Wahrscheinlich will er Son Goku sein und einfach mal durchboxen, aber... Oh, oh, schöne Clothesline, reicht das? Ein, zwei... Fast. Alter, der kann ja mit Ted Thompson zusammenarbeiten, so wie der durchhauen kann. Das ist dann Team Clothesline. Ja. Oh, noch ein Headbutt hinterher. Oh, oh. Oh, oh, was sehen wir da? Katsuyori holt Anlauf. Oh, 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 oh. Torpedo Moskau. Das war's. Eins, zwei. Oh, oh. Das reicht einfach nicht. Was soll ein Katsuyori noch alles zeigen? Oh, oh, er kann noch was zeigen. Er kann noch was zeigen. Clothesline. Wird dieser Mann denn nie müde? Stomp. Wer hat denn Katsuyori ins Leben geholt? Dann musst du mal auf unseren Discord-Server gucken. Und da haben wir einen User namens Dream Snow. Der hat zwei Wrestler eingereicht. Katsuyori und Kushida. Okay. Genau, genau, genau. Naja, wir werden hier immer mehr Wrestler. Also unser Kader ist jetzt 61 Leute groß, ne? Oh, Blade holt Anlauf! Face Wash! Ey, das machen die alle mit Absicht, um dich zu ärgern, glaub mir. Ja. Katsuyori blutet jetzt auch. Blade geht aufs dritte Seil. Was wird er uns zeigen? Okay, es wird auf jeden Fall kein Elbow Drop. Er kommt angeflogen. Elbow Drop. Oh mein Gott. Dieser Schummler. Und da ist er wieder, der Crossface. Und ich glaube, da wird... Wie? Was? Wie schnell ist der da rausgekommen? Zu schnell auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ist schon mal jemand aus zwei Crossface rausgekommen bei Blade? Ich glaube nicht. Also. Ist ja wie gegen Blade und Beretta, wo ich sagte, noch nie hat einer seinen Finisher den Deep Cut abgewehrt und dann kommt Beretta und wehrt das Ding einfach ab. Ja. Oh Mann.
Ja, und jetzt hier zweimal aus dem Crippler Crossface rausgekommen. Und jetzt kommt nochmal Torpedo Moskau. Jetzt ist vorbei. Mal gucken, ob mein Blade da noch rauskommen kann. 1, 2 und 3. Wir haben jetzt wieder so einen Neuling, der überrascht. Katsuroli gewinnt hier. Da sehen wir nochmal Blades Blade, den Cutter. Und da den Torpedo Moskau. Noch zwei Stück war vorbei. Ja, zweimal aus dem Crossface rausgekommen, aber wie schnell auch beim zweiten Mal. Er hat sich durchgesetzt. Sehr, sehr schön. So muss man das machen. Zwei Matches. Er bleibt ungeschlagen. Wie wird es für ihn weitergehen bei der GCW? Ja, ja. Die GCW ist im Wandel. So viele neue Champions, so viele neue Wrestler, die sich durchsetzen. Ah, siehst du, da sind wir doch schon wieder bei neue Wrestler. Denn wir hatten ja noch ein anderes Qualifikationsmatch, wo sich einer in die Liga 1 wresteln konnte. Und dieser Mann wird jetzt hier antreten. Und Dari, du musst jetzt hier Feuer und Flamme sein, denn du bist auch mit dabei, auch wenn du Liga 2 bist. Du bist jetzt trotzdem zu sehen und du musst jetzt deinen Kodeng hier ordentlich unterstützen. Du musst ihn ordentlich anfeuern. Denn er hat jetzt hier sein erstes Liga 1 Match. Ja, copyrighted Musik. Jetzt wird unser Stream gesperrt, weil Dari immer copyrighted Musik benutzt. Warum tust du sowas, Dari? Schämst du dich nicht? Das ist voll gemein. Du musst einfach die ganze Zeit darüber reden, ja. Damit es Aber so viel reden kann ich doch gar nicht. Das ist ein neuer Wrestler, Mann. Da weiß man doch gar nicht, was man sagen soll. Aus welchem Material bestehen die Ringpfosten, Ronny? Also, das ist das härteste Plastik, was wir finden konnten. Geschmolzen in der besten Kinderspielzeug-Badewanne, die wir uns bei eBay leisten konnten. Die war zu verschenken. Aber wir haben wirklich alle Ressourcen zusammengepackt und drum gebettet, dass man sie uns herbringt, damit wir sie erst gar nicht abholen müssen. Man sieht, wir sind Feuer und Flamme für dieses Projekt hier, für diesen Verein, für die German Core Wrestling Allianz. Also besser geht's doch gar nicht. Ne? Wir können einfach mit allem und jedem überzeugen, was wir hier zu bieten haben. Nur leider können wir denen allen nichts bieten. Kein Gehalt, keine Verpflegung. Deswegen ist ja auch Water und Sugarfood nicht mehr auf ihre Höchstleistungen. Weil wir haben halt nur einen Obstteller. Und das Geile ist ja, wenn Sugarfoot und Water da vorbeilaufen, ist er noch da. So, kommen wir zu den Gegner von... ja, siehst du schon, habe ich wieder den Namen vergessen, weil ich so viel geredet habe. Cousin von Dari. Genau. Wir nennen ihn einfach Cousin von Dari. Aber er ist ein Gegner. Da fällt mir der. Ey, guck mal, Dari sagt Big Reaper. Also egoistischer geht's ja nicht mit dem Namen. Also so, als würde ich mich Big Dick Johnson nennen oder so. Habe ich natürlich nie gemacht. Guck bitte nicht auf meinen Minecraft-Account. Sein Gegner hier aber. Und dessen Name. Da kann ich mich sogar manchmal dran erinnern. Das ist Super Blue. Ein Superheld. Und dieser Mann darf jetzt gegen diesen Big Reaper ran. Big Reaper hat sich ja durchgesetzt. Hat einen Dungeon Hack in ein Triple Threat Match besiegt. Und mal gucken, ob er hier jetzt auch einen Super Blue besiegen kann. Auf jeden Fall ein guter Start. Er holt Anlauf. Ah, kleiner Knee Strike. Und lässt da ein bisschen Zeit verstreichen, aber Super Blue nutzt das nicht zu seinem Vorteil. Da gibt es das nächste Knie. Liebe geht raus. An Matt Knee. Immer. Oh oh, oh oh, Springboard Vorarm. Also da kommt der Riese schon aufs zweite Seil, also.
Backboard hinterher, der Big Reaper räumt auf. Da hat ein Super Blue nichts zu melden. Sagte ich. Und dann hat er was zu melden. Nimmt sich hier den Reaper. Verteilt eine harte Schelle. Elbow Drop. Ja, da weiß er auf einmal, was er tut. Bis er dann nicht mehr wusste, was er tut. Aber er weiß, was er tut, indem er nicht weiß, was er tut. Da gibt es eine Clothesline. Ja, guck mal, Dari, du bist auch da. Du feuerst ihn an. Ob das was bringt, kann ich nicht sagen. Denn er kriegt gerade einen DDT ab. Und das war schon fast die 1. Ja, vor. Da geht die Liebe raus. Oder rein. Ich weiß nicht. Geht mit zum Form die Liebe rein oder raus, Flo? Erklär mal die physikalischen Kräfte dahinter. Die Liebe geht sowohl raus als auch rein. Die geht ja bei Super Blue raus und in den Gegner rein. Oh mein Gott, wie eine Transmutation! Oh, oh, Spinebuster. Reicht das hier, um ein Super Blue zu besiegen? Nein. Da braucht es ein bisschen mehr. Und der Reaper, der hört erst gar nicht auf hier. Ja, da war der Arm zu kurz bei Super Blue. Oh, Knee Strike. Roundhouse Kick. Ah, tritt in den Magen. Big Reaper, der spielt mit seinem Gegner. Also anders kann man das nicht sagen. Ja, der ist hier leicht dominant. Aber wer spielt, kann auch gerne mal was verspielen. Super Blue kommt da mit dem Super Hero Punch. Cover 1, 2. So schnell kann es gehen. Oh, 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 oh. Wird jetzt zum ersten Mal der 450 treffen? Der hat noch nie getroffen. Von 10 Versuchen hat er nie getroffen. Er sitzt. Perfekt. Er sitzt. Das wär's. Erste Mal treffen, das erste Mal gewinnen damit. Yeah. Und eben hieß es noch, er spielt mit seinem Gegner. Dann kam einmal der Super Hero Punch, der 450. Er hat 10-mal nicht getroffen. Und jetzt trifft das erste Mal und bringt hier den Sieg. Na gut, jetzt war der Gegner auch so groß, du hättest daneben springen können und hättest trotzdem getroffen, also. Und Super Blue macht das Ding. Wunderbar. Hat unser Super Blue überraschenderweise doch noch irgendwie den Sieg geholt. Sehr schön, sehr schön. Oh, das wird jetzt interessant. Wir haben unseren German Core Wrestling. Nein, das war ein anderer. Aber wir haben ein... Nein, es gibt trotzdem eine Geschichte dahinter, Mason Black. Du musst mir zuhören. Bretta war mal Hardcore-Champion. Und Michael Blacksmith ist eine Indie-Hardcore-Legende aus einem Verein, den wir nicht kennen. Und das passt doch. Hardcore gegen Hardcore in einem Extreme Rules-Match. Ja, nochmal gerade so die Kurve bekommen. Ach, Flo. So, jetzt streng dich an. Du musst jetzt Beretta präsentieren, denn ich habe verkackt. Du kannst es viel besser. Ja, aber der stammt dann dieses Jahr aus deiner Hand. Aber ich greife jetzt nach was zum Trinken. Da kommt unser No Disqualification Champion Beretta zum Ring. Gegen wen konnte er sich denn letztes Mal durchsetzen, Ronny? Damit er diesen Titel gewonnen hat. Ja. So, trinken gegriffen. Ja, schreibt schon, we won tables, we won tables. Amazing! Get the table! Alles klar! So.
Dann musst du halt bei Google Docs eine Tabelle aufmachen, ne? So, ja, gegen wen hat er sich denn letztes Mal durchgesetzt? Gegen ein Antoine. Antoine hat ja bei der vorletzten Großveranstaltung hat er ja Lord of Nightmare besiegt, wurde nur das Qualification Champion und jetzt bei Last Light gab es halt das Aufeinandertreffen. Antoine gegen Beretta. Und Beretta, wie man sieht, trägt den Titel, also wissen wir, wer gewonnen hat. Jetzt treffen wir aber eine Backyard Wrestling Hardcore Legende. So hat er sich beworben, ob das stimmt, kann ich nicht sagen, ich komme nicht vom Backyard Wrestling. Wir haben es einfach mal abgesiegt. Das stimmt so nicht, Ronny. Was? Wir haben das auch schon im Garten gemacht. Aber nicht offiziell. Es war ja nicht das ganz stimmt. Legal. Und wir hatten dabei keine Kleidung an. Und da war ein Pool mit Schokopudding. Und aber diese Geschichten werden nur bei OnlyFans weiter ausgeführt. Jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Match. Wenn ihr sehen wollt, wie Dari diesen Pool auslöffelt. Ruf an 76 76 76. So, kommen wir aber jetzt zu diesem Match. Also, wir haben die Backyard Hardcore Legende Blacksmith und wir haben Beretta, unseren jetzigen No Disqualification Champion, was ja gleich steht mit Hardcore Champion. Das könnte ganz interessant sein. Wir haben hier auch ein Extreme Rules Match, das heißt, an sich keine Regeln. Pin und Aufgabe müssen halt nur im Ring stattfinden. Und wie man hier sieht, ein Blacksmith gibt dir gleich mal ordentlich Gas. Kann hier ein Beretta dominieren. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Wo will der Blacksmith hin? Ah, Beretta hinterher, aber das war nicht gut gemacht. Ey, wenn man sich die so anguckt, Blacksmith könnte der Vater von Beretta sein, also. Ja, hätte man vermuten. Honey Drop, Matt Kay wäre stolz auf dich. Und Beretta setzt hier nach. Ich bin schon gespannt, wann wird es hier die ersten Waffen geben? Wann werden die ersten Sachen unterm Ring vorgeholt? Und was wird man damit alles machen? So, da geht's wieder in den Ring und Beretta greift nach was. Was hat er denn da Schönes? Den Sledgehammer. Schön auf dem Fuß. Reicht er schon? Schöne Fußmassage. Ja. Er hätte mal auf die Schulter geschlagen. So, einen Schluck getrunken. Und weiter mit diesem wunderschönen Match. Beretta macht hier weiter. Und das sieht ja eigentlich fast schon gemütlich aus, was ihr da macht. Mal da ein bisschen Arm bearbeiten, da ein bisschen drehen, da ein bisschen rauftreten. Diese große Mühe muss der Mann hier noch nicht zeigen. Da kommt der Whip. Ein Sleep. Oh, Dragon to the Sky! Oh! Aus dem Nichts. Und das kam 1, 2. Das kam überraschend. Oh. Ja, ja, Beretta. Genau deswegen ist er unser No Disqualification Champion. Was kann ein Blacksmith zeigen? Whipper Snapper. 1, 2. Aber nicht die 3. Oh, Blacksmith jetzt mit dem Hammer. Ja, macht hier den Beretta nach. Oh, den Arsch reingeschoben. Perfekt eingeführt. Ja. Also, das ist doch mal das perfekte Spielzeug. Nicht nur fürs Wrestling, wie man sieht. Oh, Vorarm, wunderbar. Ein bisschen verfehlt. Wieder ein bisschen verfehlt. Kann Blacksmith was draus zaubern? Testpress. Und dann gibt es die Schläge. Oh oh. Blacksmith will mehr. Holt sich da die Stahltreppe. Beretta geht hinterher. Geht das gut aus? Also vor ein Jahr.
ein DDT gegen den Fuß. Ich hoffe, er kriegt keine Platzwunde dadurch. So, Blacksmith macht weiter. Schlag ins Gesicht. Und jetzt holt er sich auch noch die andere Schalltreppe. Ja, dieser Mann ist auch hardcore. Autsch. Nur wer ist mehr hardcore? Perfekt. Beretta ist da, weicht aus. Ab in den Armbar. Muss ein Blacksmith hier aufgeben? Nein. Beretta steht auf, kann nachsetzen. DDT. Oh oh. Oh oh. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, den Pancake. Ich glaube, das war's. Yes. Ich glaube, Beretta hat es geschafft. 1, 2 und wer kickt noch raus? Und jetzt kommt wieder der Hammer zum Einsatz. Kann Beretta da nachsetzen? Oh oh, oh oh, oh oh. Es geht hoch zum Piledriver, aber Beretta holt da mehr Schwung. Überdreht, Klosan übers Seil. Junge, 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 was für ein Match. Nice, nice, nice. Die zwei, die haben sich lieb. Ja, ja, Piledriver, das wäre der Finisher gewesen von Blacksmith, aber Beretta ist einfach mehr abgesprungen, hat sich überdreht. Hat das dann ausgenutzt und jetzt ja, ist er weiter hier, der Dominierende. Und Blacksmith kriegt hier weiterhin Probleme, wird mit dem Hammer bearbeitet. Jetzt ist er wieder am Drücker. Whip. Oh, Jawbreaker. Schöner Konter. Und dann noch ein Neckbreaker. Oh, 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 oh. Das könnte wehtun. Nächster Bandkick trifft. Und jetzt muss doch mal vorbei sein. 1, 2 und 3. Schönes Match. Yes. Und unser No Disqualification Champion hat gezeigt, warum er der No Disqualification Champion ist. Sehr, sehr schön. Aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Dwayne Twist Cutter, Pancake, Pancake. Sehr, sehr schön. Und damit Sieg Beretta. Hat sich schon mal ein Champion gut präsentiert. Mal gucken, wie diese Reise weitergeht. So, aber unser Matchcut ist noch nicht vorbei. Wir haben noch ein bisschen was für euch. Noch 4 Matches. So. Ich glaube, das nächste Match könnte auch ganz schön lustig werden. Vor allem, wenn Gabriel jetzt mal ein bisschen treffen tut, ne? Dieser Mann hat sich in einem Qualifikationsmatch bewiesen, ist von Liga 2 in die Liga 1 gerutscht. Und seitdem rockt er hier die Liga 1. Und 2 Matches hatte er schon, im Bein ungeschlagen. Mal gucken, ob er jetzt auch bei der dritten Schlacht nicht zu schlagen ist. Ja, Armin. Der kleine Bruder von Bokita Yoga. Mit seinem Roller. Hast du auch so einen Roller? Ja. Mein Gott. Aber meiner ist elektrisch. Ich bin auch elektrisch. Lol. Fällt dir eigentlich auf, dass alle Plakate nicht geladen werden? Ja, das ist doch schon die ganze Zeit so, oder? Ja. Also ich hab da auch schon 1, 2 Leere gesehen und dachte mir so, okay, vielleicht ist es ja wirklich ausgewählt, aber da werden ja wirklich alle Plakate nicht geladen, wie es aussieht. Ja, das Spiel hat halt keine Fehler.
Kommen wir zum Gegner von Gabriel Hugo. Denn auch dieser Mann macht sich hier in der ersten Liga echt super. Aber irgendwann gibt es für ihn mal eine Niederlage. Und für einen dieser zwei Wrestler wird es jetzt wohl soweit sein. Außer die lassen sich beide ausziehen und ja, haben dann einen Unentschieden. Aber ich glaube, das wird hier nicht passieren. Wir haben den einzig wahren Matt Kay, der Mann mit der Zielsucht-Kniescheibe. Wird er sich durchsetzen können gegen einen Gabriel Hugo. Oh ja, man sieht das Universum auf seiner Kleidung. Doch ist er auch so vielseitig wie das Universum. Na klar. Na klar. Na klar. Na schauen wir mal. Ich meine, Gabriel Hugo hat ja auch immer mal die ein und die andere Überraschung. Auf Lager, es geht los, Clothesline. Matt Kay wollte ausweichen, hätte sogar fast geklappt, aber er ist einfach zu lang. Oh, gleich mal hier ein Pile Driver zu Anfang. Ja, ja, der Gabriel gibt hier gleich mal Gummi. Und Matt Kay kriegt die volle Packung ab. Oh, Knee Drop auf den Arm. Schläge, Schläge, Schläge. So steht es in den Verträgen. Oh, 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 Gabriel wollte zum Springboard. Aber Matt Kay macht es besser. Ja, schöner Tritt auf jeden Fall. Und jetzt setzt er hier auch nach. Da bin ich ja mal gespannt, wer sich hier durchsetzen kann. Beide hätten hier eigentlich einen Sieg verdient. Also Matt Kay hatte schon drei Matches, hat auch alle drei gewonnen, ist also noch ungeschlagen in Liga 1. Und Gabriel hat auch, ne? Einzige, was man da jetzt unterscheiden kann, ist, dass Matt Kay schon ein Match mehr hatte und ungeschlagen ist. Oh, schön gemacht, die Brücke 2. Aber es reicht nicht. So, einer von beiden wird hier die erste Niederlage kriegen. Natürlich, Gabriel, ja, lässt mal hier die Muskeln spielen. Power Slam. Oder beide. Ja, also ein Unentschieden kann es geben, aber ich halte das für so unwahrscheinlich, dass es nicht passiert wird. Entweder Matt Kay oder Gabriel Hugo. Und bis jetzt würde ich ja fast sagen, Gabriel Hugo. Auch wenn er hier ein Match weniger in Liga 1 hat, er hat ja schon die komplette Liga 2 gerockt. War da Tabellenführer und ist ja deswegen aufgestiegen. Hat weniger Matches als die anderen. Oh, Gabriel kann nicht nachsetzen. Matt Kay jetzt aber mit Atomic Drop. Wip in die Ecke. Sehen wir jetzt den Shining Wizard. Bulldog hinterher. Alter, der Mann. Der rastet hier komplett aus. Jetzt geht's ab in die Mitte. Vielleicht in den Armbar. Oh, oh. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ja, der Armbar wird angesetzt. Damit hat er schon mal gewonnen. Aber nicht hier bei Gabriel Hugo. Headsister. Ich hätte mir jetzt die Schulter gebrochen. Aber Matt kenne ich. Oh, Powerbomb. Das sieht so unglaublich aus mit so einem langen Matt Kay, aber er ist ja wirklich dünn. Der wiegt ja nichts. Oh, oh. SOS. 1, 2, 3. Heftig. Nice, nice, nice. Gabriel Hugo setzt sich durch. Matt Kay kriegt seine erste Niederlage. Das ging schnell, also. Mhm. Keiner kann diesen Mann aufhalten. Zieht in die Liga 2 ein, setzt sich da einmal komplett durch, macht alles kaputt und auch hier. Das ist Gabriel Hugo. Man kann ihn einfach nicht aufhalten. Warum? Ich weiß es selbst nicht, aber das sind einfach die Hyugo-Gene. Aber warum gibt denn Pukita nicht so viel Gas?
Das wird lustig. Das wird lustig. Also dieses Match wird jetzt interessant. Also ich glaube, diese Zusammenstellung hatten wir auch noch nie. Aber hat er nicht jetzt andere Finisher? Der macht doch gar nicht mehr die Vertical. Ich bin der Meinung, du hattest ihn Armbar Leglock gegeben, irgendwie sowas. Aber schauen wir mal. Wir haben jetzt ein wunderschönes Extreme Rules Match. Antoine hat sein No Disqualification Championship verloren, aber er schlägt trotzdem noch die Hardcore-Schiene ein. Deswegen darf er jetzt hier in einem Extreme Rules Match gegen Volta antreten. Und mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Er ist ein Teil vom Syndikat, das ja sonst in der zweiten Liga vertreten ist. Ja, was schickst du denn da von Emote? Das ist ja viel zu klein, dass ich da irgendwas erkennen kann. Ich würde ja gerne deuten, was da steht, aber ich habe keine Ahnung. Verzeih mir! Und verzeiht Antoine mit seinem Jab schreibt Schutzgeld. Ah, ich verstehe. Ja. Schutzgeld. Antoine braucht jetzt Schutzgeld. Er braucht euer Schutzgeld. Sonst wird er die Nacht nicht überleben. Sonst muss er draußen im Freien schlafen und bei den Wölfen die Reste essen und. Ne? Genauso. Denn so lebt die Mafia. Gefährlich. Ja, der gute Antoine. Die anderen zwei Leute sind in Liga 2, erst in Liga 1 vertreten. War vor kurzem noch unser No Disqualification Champion, hat aber gegen Beretta verloren. Jetzt muss er sich wieder neu beweisen. Dort hat hier Water vor sich. Mal gucken, ob er einen Water besiegen kann, denn Water ist eigentlich ziemlich gut drauf in den letzten Tagen. Wenn wir mal in die Tabelle gucken. Vier Matches hatte er, zwei gewonnen, zwei verloren. Ist eine gute Bilanz. Mal gucken, ob er jetzt hier seinen dritten Sieg holen kann. Und es ist kein Sugarfoot dabei. Ob er auch alleine bestehen kann, ohne seinen besten Freund. Was macht ein Sugarfoot Sollst du gerade? herausfinden? Der bereitet gerade Essen vor. Und du glaubst, er teilt dann? Ja, natürlich. Oh mein Ein Gott. Botter teilt er immer. So, und was da hier gleich mal mit Butterfly Suplex kann man mal machen. Ich meine, ist ja bloß Antoine. Oh, und die Drop. Ja, Kennst du die viel. Serie Brooklyn 99? Nein. Schade. Also, ich wollte es mir schon 20 Mal zeigen und so, aber nein. Warte mal, kommt das nicht immer abends auf Comedy Central manchmal? Ist auch auf Netflix. Ja. Also vielleicht habe ich schon ein, zwei Folgen davon gesehen, dass das so ein Homosexueller kommt mit kurzer Shorts immer bei, ne? Oder nicht? Nee. Halt, nee, das war Reno 911, oder? Kann sein. Da geht es um so ein Polizeirevier, wo nur abgefuckte Charaktere sind. Baseball Slide hat nicht ganz geklappt. Ich meine, wie kann man ein Wort da verfehlen? Die Steiltreppe nimmt er jetzt mit. Oh, jetzt aber! Er musste er sein Volumen mit der Steiltreppe erstmal vergrößern. Und dann konnte man ihn treffen. Der Dari hat eine Wunschmatchart. Fatal 4-Way-Match. Dann für unseren nächsten Stream, wenn es heißt Liga 2. Aber Dari, findest du es nicht irgendwie schlecht, wenn du dir selbst so eine schweren Matches gibst, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass du gewinnst, eigentlich ziemlich klein ist?
Ich meine, das ist deine Tabelle, dein Punktestand. Aber du versuchst dich da mal in mehr Matches reinzuquetschen. Oh, oh, werde ich jetzt Suplex Powerbomb haben? Siehst du, die hat er doch noch. Ja, als Signal, denke ich mal. Eins, zwei, oder vielleicht der zweiten Finisher. Aber die Vertical Suplex Powerbomb hat nicht gereicht. Hat Dari gesagt, Hauptsache es gibt auf die Fresse. Das ist die richtige Einstellung, Dari. Hauptsache es gibt auf die Fresse. Und Water kommt da mit dem Hammer und frisst erstmal den Fuß von Antoine. Oh, Publikum schreit, wie on Tables. Das wäre geil, wenn sie das noch so einprogrammiert hätten, wenn das Publikum was verlangt, dass die Wrestler auch darauf so ein bisschen hören. Also wenn sie face sind, dass sie es machen, und wenn sie hier sind, dass sie genau das Gegenteil machen. Das wäre noch ein geiles Feature fürs Spiel. Oh, boah, da kommt da angerannt. Entwaffnet hier ein Antoine. Oh Gott, was wird mit dem Hammer da passieren? Es geht hoch. Auf die Barrikade. Oh, den schön auf den Hammer fallen. Warum nicht? Und ja, wir haben hier ein Extreme Rules Match. Also hier ist alles erlaubt. Ein Wotta und ein Antoine dürfen hier Waffen benutzen, wie sie möchten. Uiuiui. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass Pin und Aufgabe im Ring passieren. Autsch. Oh, voll auf die Hand. Wie soll er jetzt Essen greifen? Oh Gott, ich glaube, Wotta wird nie wieder essen können. Oh, Bot hat noch Kraft in der Hand. Jetzt geht's hoch für einen Brainbuster. Nein, Gottbuster. Oh, oh, diesmal trifft sogar der Knee Drop. Ich glaube, Antoine hat so langsam keine Kraft mehr. Schopp. Und jetzt geht die Reise zurück in den Ring. Naja, nicht ganz. Oh, Butterfly. Flieg und Sieg. Yay. Ja, ja, Dari, du bist der Champ der Herzen. Du bist das grünste Herz von allen. Autsch. Der arme Antoine, der tut mir doch schon so ein bisschen leid. Jetzt kann er sich da mal ein bisschen Luft verschaffen. Ein Wotter wird da gleich wieder gegen die Barrikade geschmissen. Er ist aber vorbereitet. Ab gegen den Stahlpfosten. Antoine befreit sich da. Wotter will blocken. Klappt nicht so gut. Wann werden sie den Weg zurück? Oh, Belly to Back Suplex. Wann werden sie den Weg zurück in den Ring finden? Bis jetzt sieht das noch gar nicht danach aus. Oh, Spear! Wotter von den Füßen geholt! Nice. Oh. Gegen den Stuhl, gegen die Barrikade, dann auch Clothesline hinterher. Ich glaube, Antoine ist sich sehr sicher mit dem, was er da tut. Knie ist durch, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen, ne? Water rappelt sich da auf und kriegt gleich wieder den Hammer ab. Oh, oh, Water. Eine Clothesline. Nein, ein Chop, noch ein Chop. Und jetzt. Hast du gesehen, Antoine hat gerade die Kreuzgeste gemacht. Ob es das bedeutet, was es eigentlich bedeutet? Denke nicht. Und Wotta schubst Antoine gegen die Barrikade. Was war denn das für ein komischer Tanz? Mir fällt jetzt erst auf, Wotta hat wunderschöne Regenbogenschnürsenkel. Das ist ein Detail, das, da finde ich, das sollte mal erwähnt werden.
Das ist was neben dem GCW-Quiz natürlich jetzt abgefragt wird, ne? Welche Farbe hat Mutter Schnürsenkel? Regenbogen! Ah. Jo! So und nicht anders. Oh oh, oh oh. Antoine im Ring, holen wir noch eine Stahltreppe dazu. Oh oh, oh, der arme Antoine. Ja, tut mir so leid, Mann. Oh. War's das? Ist jetzt vorbei. Hat die Stahltreppe es beendet? Nein! Was ruft das Publikum? Verstehst du das? Nee, leider nicht. Ich auch nicht. Oh oh, wieder zurück in den Ring. Antoine bereitet sich Wort am Ring vor. Wird es jetzt beendet? Complete Shot. Wotter begraben unter einer Stahltreppe. Oh oh. Oh oh, Tree Angle geholt. Das könnte vorbei sein, aber Wotter befreit sich. Gott, wie die Beine da aber auch bluten. Back Elbow trifft nicht. Aber Antoine mit der Clothesline. Gedockt. Backbody drop. Und jetzt rein in den Spinebuster. Und das covert daher. Reicht das, um einen Wotter zu besiegen? Zwei. Ja, das reicht. Da hat er eine Schlacht. Ja, der hatte bestimmt deinen Riegel, deinen letzten Riegel geklaut. Ja. Und deswegen hast du verloren und er gewonnen. Ich glaube, die Riegel verhindern, dass ich blute. Ja. Antoine lässt sich feiern. Dieser Mann hat sich durchgesetzt. Dieser Mann, er ist zwar nicht mehr nur das Qualification Champion, aber er kämpft noch wie einer. Ist der Jabsch, sagt, Schutzgeld erfolgreich eingetrieben. Naja, ich würde mal sagen, eher gezeigt, warum man Schutzgeld zahlen sollte. Ne? Das wird lustig. Normal. Elimination, wie soll ein Pukita Yugo gegen zwei solche Leute bestehen? Und ja, der eine ist auch neu. Wir haben jetzt ein Debüt, ein Zurückkehrer und ein altes Eisen in einem Triple Threat Match. Also, freut euch. Jetzt wird's primitiv. Das ist Spangatos. Oh mein Gott, der sagt, man kann dich nicht hören, Amazing Black. Warum kann man dich nicht hören? Ja. Na, dann schauen wir doch mal, woran das liegen kann. Warum? Dann machen wir mal kurz Bugfixing. Flo, sag mal was. Also deine Figur bewegt sich schon mal, wenn du sprichst. Also da kommt es an. Und da haben wir Remote Play. Und Remote Play ist an. So, mal gucken. Aber Remote Play hat keinen Ausschlag. Ja. So, da müssen wir mal kurz Bugfixing betreiben hier. Woran liegt das? Wir haben Overlay, Bubble, Last Light. Gut, dann gehen wir mal kurz gucken. Ba, 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 ba. Ich meine. Ja, das wird jetzt dauern wie mit Minecraft, ne? Nein. So, ich gehe nochmal hin. Wir haben Remote Play. Ich wähle jetzt einfach nochmal Remote Play aus. Pass auf, und jetzt geht's. Einfach nur, weil ich... So, dann sag mal was. Geht komischerweise nicht. Das ist schön.
Erweiterte Audioeigenschaft. Ist hier irgendwas eingestellt? Monitor aus. Monitor aus. Monitor aus. Monitor, Monitor aus. Monitor und Ausgabe. Remote Play. Okay. Dann. Remote Play löschen. Remote Play nochmal einfügen. Das ist ja komisch. Also. Prozessmäßig ist alles ordentlich eingestellt, aber er findet den Sound irgendwie nicht. Warum auch immer. So. Deswegen nehmen wir es einfach nochmal komplett raus. Machen Remote Play nochmal rein. So, Flo, du darfst jetzt reden. Du darfst jetzt noch mal reden. Der nimmt das einfach nicht. Oh Gott. Ist das schon wieder anstrengend. Aber ich höre dich ja. Also der Ton kommt an meinem PC an und genau das wird halt abgefangen, ne? Also, das ist verwirrend. Naja, lassen wir erstmal so. Müssen wir später. Kommen wir jetzt erstmal zu diesem Match. Weil OBS bestimmt wieder ein richtig kack Update hatte oder so. Aber egal. Bam. Kommen wir jetzt zu unserem Triple Threat Ray Match. Wie gesagt, wir haben einen Zurückkehrer, wir haben einen Neuling. Und wir haben einen Alteingesessenen. Dann schauen wir mal. Es donnert. Es ist blau. Das ist lila. Und da kommt Bruthorse Christofferson. Wie viele Silben kann man an einen Namen hängen? Christofferson. So und nicht anders. Dieser Mann macht jetzt hier sein Debüt. Mal gucken, ob er sich durchsetzen kann. Oder ob er jetzt einfach voll fett auf die Fresse kriegt. Natürlich lässt sich zu ihm nicht viel sagen, wenn er jetzt hier sein Debüt macht. Außer, dass er sehr groß ist. Mehr Bart hat als ich und Amazing Black kombiniert. Auch wenn man alle Haare zusammennimmt. Und beim Schminken ist er leicht abgerutscht, wie man sieht. Geht da links und rechts übers Auge hinaus so ein bisschen. Das ist unser Brutus. Mal gucken, was der gute Brutus uns zeigt. Liebe geht auf jeden Fall raus. So, Flo, sag mal was. Zu was? Perfekt. Nö, hier hört man dich. Komischerweise. Aber hier kommt ein Zurückkehrer. Vor 2 Jahren hat er uns beglückt. Und der war wirklich eine Maschine. Er ist wieder da. Mal gucken, wen oder was er hier zerstören wird. Vielleicht reicht es ja in diesem Run für einen Titel, man weiß es nicht. Aber der gute Koshran hat uns schon mal 2 Jahre lang begleitet. Dann schauen wir mal. Die gute alte Macht von Koshran. Ich weiß ja noch, wo er ein Handicap-Match hat und das auch einfach gewonnen hat. Ja, war schön. Es hat Koshran. Aber wir haben hier so drei Phasen im Ring. Wir haben den modernen, den etwas primitiveren und den ganz primitiven. Und der moderne kommt jetzt. Gabriel Hugo hat sich schon Sieg geholt. Kann Pugita das auch? Oh ja. Ja, wird heute eine schwere Aufgabe, ne?
Ach, einfach so Neandertaler zudecken und schon hat er das Ding doch. Aber er ist halt hier der Stilbrecher schlechthin, ne? Mhm. Ich hoffe, die anderen zwei sind nicht allergisch gegen Rot. Und hat Bukita gleich ein Problem. Oh ja, die geilste Hüfte der GCW. Liebe. Oh yeah. Und immer noch das kein ist Feuerwerk. Immer noch nicht gefixt ist, Alter, ist so grauenhaft. Ich würde ja meinen, es ist gefixt. Man müsste ihn wahrscheinlich nur noch mal neu erstellen, den Entrance. Hast also selber zu tun, Ronny. Triple Threat, es geht los. Oh, Bukita Hyogo schnappt sich hier gleich einen Kosch ran. Für ein Suplex hat nicht gereicht, wird halt ein Brainbuster draus. Einfach so mittendrin fallen gelassen und Brutus fängt sich hier erstmal zum Moan Drop ein und oh Gott, Bukita Hyogo, was machst du da? So. Und da ein Belly to Belly. Ja. Unaufmerksam sind sie hier alle so ein bisschen. Bukita Hyogo kommt hier mit dem Gabli Chart und dann kommt da Kosch ran. Naja, die zwei Primitiven gegen Bukita irgendwie, also. Der tut mir richtig leid, da so als rote Zielscheibe. Oh oh, oh oh, ab ins Seil, Big Boot hinterher, Koshran kommt da mit einem Kendo-Stick, aber Brutus ist da. Neckbreaker. Butterfly, oh, das tut doch weh. Butterfly Bruiser. Power Blomb. Back Bloody Blob. Bukita Hyogo holt sich einen Meinungsverstärker. Ob das gut ausgeht? Er weiß nicht, wohin. Er weiß, wo er hin will. Durch die Steintreppe sieht er einfach nichts mehr. Oh, ein Kata. Bukita Hyogo, hier bin ich. Den kriegt er erstmal aufs Maul. Whiteboard wird mittlerweile auch eingeschalten. Ist von seinem Treffen zurück, der Gute. Willkommen. Ja, ja. Und Bukita Hyogo legt sich damit Kosch ran an, ob das so gut ist. Oh, Spinning Wheel Kick. Schön gemacht. Ja, erst ausgewichen, dann kam das Ding. Und Brutus lauert da, ruft Koshran zu sich, aber großer Fehler. Großer Fehler. Oh, Seated Pie Driver. Jetzt geht's zurück in den Ring. Aber nicht für diese zwei Herren. Koshran guckt sich das da noch ein bisschen mit an. Doch wie lange geht das gut? Oh, 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 Burning Hammer. Und der Koshran, der holt sich die Reste ab. Alter, hast du gesehen, wie bedrohlich Koshran ist? Aber Bukita, der hat keine Angst. Aber Brutus, der ist gleich auf Entfernung gegangen. Der arme Bukita, ich sage jedes Mal, wird er einfach gesandwiched von beiden. Oh, paar Battle Suplex. Oh, 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 Bukita kommt angerannt. Will durch die Deckung durch und das klappt auch. DDT. Und der doch gleich gegen Kosch ran. Jetzt dreht er auf. Jetzt geht's los. Und dann lässt er sich fressen. Ja, das ist Bukita Hyogo. Aber wenigstens hat er noch keinen Sprung verfehlt. Moin Radek, was benutzt du für eine Schriftart?
Also am meisten benutze ich. Muss ich kurz überlegen. Ist sie einfach Bolt? Nein. Schaue ich gleich mal. Warte mal, Tag Team Action außerhalb des Rings? Und dann noch die beiden? Was haben die denn gegen Brutus? Wer hat denn das gefragt? Torte. Hallo Torte. Achso, die können mich ja nicht hören, oder? Doch hier schon, nur am Tisch nicht, komischerweise. Das ist ja das Verwirrende. Okay. Hier kann man dich hören. Das hatte ich ja extra noch am Anfang überprüft. Ah, Neckbreaker. Kokita Hyogo macht ein Neckbreaker. Die sollten jetzt mal wieder in den Ring gehen, ne? Wenn sie es beenden wollen, sollten sie das vielleicht tun. Und der nächste Pine Driver, Bukide Yugo darf ihn fressen. So, Bukide Yugo nimmt sich alle Brutus ab in den Ring. Koshran hilft auch nach. Jetzt sind alle drei wieder zwischen den Seilen und mal gucken. Der Dropkick verfehlt. Aber Brutus kickt raus. So. Oh oh, 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 was kickt Puki der Yugo da ab? Snake Eyes ab ins Seil. Jetzt geht's wieder draußen weiter. Ja. Und Brutus wartet dann noch, jetzt geht er auch raus. Oh 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 no. Wird da gegen die Stahltreppe geschmissen. So. Bumm. Torte, da. Hast du die Schriftart? Bolster, Bolt heißt die. So, einer ist wieder im Ring, aber wäre schön, wenn zwei wären. Aber bis jetzt ist das noch nicht der Fall. Jetzt vielleicht. Zwei im Ring. Und Pokita Hugo schnappt sich den Brutus. Vorarm. Whip. Pokita Hugo wird einfach nur umhergeschubst. Face Crusher gegen Brutus. DDT gegen Koshran. Machen sich alle hier gegenseitig fertig. Doch wer wird hier mal ordentlich zum Finishen kommen? Ja, jetzt sind die wieder draußen. Und Baseballschläger von Pokita. Pokita, der muss hier gegen zwei Brutalos antreten. Einfach rein, damit er Kloß bleibt. So und nicht anders. Oh, es geht hoch. Es geht zum Apron. Und Brutus darf ihn einmal ablecken. Aber dass Pokita da überhaupt irgendwas zeigen kann, erstaunt mich schon. Bei diesen zwei Tieren. Koshran im Ring. Kriegen wir jetzt auch noch den Brutus da irgendwie rein? Nein. Aber dafür gibt es einen gratis German Suplex. Irgendwie ist aber der Baseballschläger viel zu modern für einen Brutus. Den dürfte er gar nicht verwenden. Oh, 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 oh. Ja, zum Glück, das Knie hat ihn gerettet. Oh ja, küsst den Schnellpfosten. Ah, der Koshran ist gut drauf heute. Also. Der macht gerne Sachen mit Pokita. Ich glaube, Brutus regt sich auf, weil Pokita nicht in den Ring will. Da würde ich ihn aber auch anschreien.
einmal mit Profis arbeiten. Ja, schubst jetzt zu Pokita und dann mit dem Klappstuhl und dann voll ins Gesicht und dann, ja, oder so. Wie schön mittig die Wunde bei Pokita ist. Oh, 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 Pie Driver. Naja, fast. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Queen Suplex. In seinem früheren Leben war er Tenshin Han. Da war ja eigentlich ein Auge drin in seiner Wunde. Ja. Oh, oh, Koshran im Ring. Zusammen mit einem Pokita Hyugo. Doch was macht ein Pokita Hyugo da draus? Oh, oh. Oh, 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 oh. Es geht hoch zur Powerbomb. Slust Right. Und ich glaube, das war's. Eins. Zwei. Er kommt noch raus. Naja, da gibt's noch einen zweiten hinterher, ne? Oh, oh, Pokita ist da. Oh, kein zugedeckt heute. Das gibt es aber einen Gut-Wrench Suplex und einen Klappstuhl. Nein, kein Klappstuhl. Ja, was immer Koshran da versucht, es funktioniert nicht, aber da gibt es schöner Spear, Overhead, Belly to Belly und Pokita Hyugo ist hier das Böse. Nein. Ach, der kriegt jetzt hier alles Schlimme ab. Aber nein. Oh, wenn er jetzt einfach nur Koshran pinnt. Ja, okay, dann nicht. Muss man ja nicht. Außer man will gewinnen. Ist Koshran schlauer? Nein. Naja, Koshran ist auch der Primitive, ne? Wenn hier einer primitiv sein darf, dann jawohl. Er. Autsch. Ich glaube, Pokita ist wütend. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kann Pokita jetzt hier Brutus pinnen? Er wird auf jeden Fall zugedeckt. Eins, zwei, nein. Fast. Beinahe hätte es funktioniert, aber nein. Brutus will hier nicht sein erstes Match verlieren. Auch wenn es gerade so aussieht. Hurricane Runner, jetzt ist Koshran da. Oh, 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 oh. Oh, Dancing Leg Drop. Komm weiter her, reicht das hier? Eins, zwei, drei. Jawohl, Pokita. Pokita Hyugo hat irgendwie diese zwei primitiven Kämpfer überlebt. Sie waren einfach noch nicht für die Moderne vorbereitet. Pokita Hyugo schon. Der Dancing Leg Drop bezwingt hier Koshran. Und damit Pokita Hyugo hat die Schlacht seines Lebens gewonnen. Nice, nice. Jetzt darf noch ein bisschen getanzt werden. Man sieht ja noch die Reste im Ring. Alle bluten sie, nur Amazing Black nicht. Ja, Blutverbot. Ja. Hat der Arzt verboten. Oh ja, Pokita Hyugo und Gabriel Hyugo. Beide haben sie heute einen Sieg abgeholt. Ja, wunderbar. Also. Die haben gerade eine gute Woche, ne? Ja, verabschiedet sich, dann mach's mal gut. Jetzt kommen wir aber zum Main Event. Jetzt kommt das Finale. Und eine Person sehnt sich nach etwas Rache. Denn bei Last Light hat ja die Ministry of Darkness aufgrund der Verstärkung namens Prinz Kira verloren. Bei einer Fehde gegen Wild Dream. Der Lord of Nightmare war ja nicht beteiligt, weil er sein eigenes Titelmatch hatte, seine eigene Schlacht, die er schlagen musste. Trotzdem hat ihm das Ergebnis nicht gefallen. Und jetzt gibt es die Rache. Und da wir in Liga 1 sind, kann es ja nur eines bedeuten. Wir haben den Lord of Nightmare
gegen Prinz Kira. Und natürlich kommt der Lord nicht alleine raus. Ach, guck mal, das ist Ashley. Die Dame, die wir eigentlich nie erwähnen, weil die gar nicht von Bedeutung ist. Aber vielleicht wird sie ja heute bedeutungsvoll. Ha, noch irgendwie gerettet den Satz. Bin ich gut? Gerettet. Ja, wir haben Lord of Nightmare. Und ich sehe schon, die Dreimann-Entrances funktionieren wunderbar. Also Lord of Nightmare wirkt sehr glücklich. Ja. Ah. Ja, gab es halt einen Sinneswechsel, ne? Nein, die Trio-Entrances, die funktionieren leider noch nicht so, wie sie sollen. Aber Lord of Nightmare darf gegen diesen Mann ran. Er war die Verstärkung von White Dream. Und zusammen mit diesem Mann haben sie gesiegt. Mal gucken, ob ein geupgradeter Prinz Kira hier ein Lord of Nightmare besiegen kann. Es hat ja schon mal funktioniert, ne? Er war ja auch schon mal Hardcore-Champion. Beziehungsweise hier No Disqualification-Champion. Hatte den Titel dann später gegen Lord of Nightmare verloren. Aber auch er war es mal. Talent ist da. Die Qualifikation ist da. Jetzt muss er den Lord of Nightmare nur noch in einem 1 gegen 1 besiegen. Warum auch nicht? Mhm. Ey, mit so einer Brille kann man doch nicht verlieren, oder? Perfekt. Ja, sowas von. Dann freuen wir uns. Prinz Kira gegen gefühlt die ganze Ministry of Darkness. Mal gucken, ob das gut ausgeht. Lord of Nightmare auf jeden Fall sehr fit hier. Kann hier gleich mal mit ein bisschen Schnelligkeit punkten und jetzt hier eine schöne Kombi-Knee-Strike. Was sagst du? Die Dunkelheit oder das Licht am Ende des Tunnels? Ich sag, Lordi gewinnt. Der Lordi. Ich warte ja darauf, dass der Tombstone Piledriver mal ausgekontert wird, aber das hat ja bis jetzt noch keiner geschafft. Oh, Springboard Dropkick! Schön! So, Vorarm! Und Prinz Kira setzt nach. Guck mal, da ist ein PK auf das Herz. Sein Herz schlägt nur für sich selbst. Oh, läuft das für Kita? Ja. Vorname Po, Nachname Kita. Genau. Oder ist das Po und er arbeitet in der Kita? Oha. Was immer das für ein Submission ist, das sieht aus, als wär's der Bro-Hold, so nach Motto, ey Kumpel. So halte ich dich auch immer bei WrestleMania. Ja. Aber nur, wenn die Hardy Boys zurückkommen. Ja. Prinz Kira kommt angerannt, rennt in den Hip Toss. Lord of Nightmare zeigt einen wunderschönen Suplex und Youngblood will sich das vom Nahen angucken. Wir sind bei 8, beide stimmen in den Ring, damit hier auch keiner ausgezählt wird. Backstabber! Aber Prinz Kira ist wieder am Drücker. Bei Last Light haben sie die Ministry of Darkness besiegt. Aber da war ja kein Lord of Nightmare dabei. Der hat ja die Schlacht gegen Corey Dynamite. Wird es hier anders laufen, wenn es heißt Prinz Kira gegen Lord of Nightmare? Schöner Tritt. Und es geht hier weiter mit den Tritten. Oh, was sehen wir? Ab ins Seil. Und jetzt ein Standing Moonsault. Ja, dafür hole ich immer Schwung. Erstmal rennen, dann stehen bleiben und dann Moonsault. Ja. So funktioniert das. Aber Prinz Kira macht das hier gut. Bis ich es erwähnt hatte und er einen Insuigiri bekommt. Und das gratis. Und da lernt er fliegen. Wenn man ihm so ein Seil schmeißt, der fällt auf den Gegner. Ist das eine Springboard-Aktion? Ja. Deswegen ist er ein Highflyer.
weiterer Suplex von Lord of Nightmare. Lässt hier seine Muskeln spielen. Schulterblock. Lass Prinz Kira gegen eine Mauer laufen. Warum auch nicht? Doch wann sehen wir den Schokslam? Wann sehen wir den Tombstone Pile Driver? Lord of Nightmare. Boom. Ich sag ja, die machen das, um dich zu ärgern. Ja, merkt das schon. Oh oh, Lord of Nightmare geht aufs dritte Seil. Das geht doch selten gut aus. Oh Gott, ich habe Angst. Ich trau mich nie. Ich trau mich nie. Und Lord of Nightmare springt. Oh, er trifft. Launching Clothesline. Kammerversuch, reicht das hier? 1, 2, ne. Und da wollte Prinz Kira rausrollen, aber da war die Dunkelheit auf. Sie ist einfach überall. Stomp in die Kniekehle rein. Lord of Nightmare macht einfach weiter. Ja, ich habe Youngblood gesehen. Der wollte sich da anschleichen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wird er jetzt eingeschläfert? Ich glaube, er wird eingeschläfert. Der Showcold. Kommt da ein Prinz Kira raus? Ja, er schlägt zu. Und schickt Lord of Nightmare auf Reisen. Backflip. Oh, oh. In den Tombs of Pile Driver. Heftig! Nice. Heftig! Und dann, nein! Oh. Nein! Nein! Oh. Oh, White Bear, musst du jetzt nicht schreien, wie unfair? Und wieder Backflip! Oh Mann. Oh Mann. Kommt er mit dem Zug zum Pile Driver? Und dann noch der unfaire Pin, Mann. Ja, Lodi hat Probleme. Da muss er ein bisschen was einfallen lassen. Prinz Kira springt jetzt auch nach draußen. Wunderschön. Ja, doch, Stealth-Shooting. Verstehst du mich? Der war wohl bei Error trainieren. Oh mein Gott, selbst die Geste. Ja. Vielleicht ist das Error nur ohne Maske. Oh oh. Oh oh. Und jetzt soll der TKO kommen. Nein, Schulterblock. Body Slam. Leg Drop. Nein, der Ref ist im Weg. Oh oh, ausgewichen. Oh oh, jetzt Super Pile Driver. Jetzt kommt aber der Richtige. Das Ding sitzt. War's das für Prinz Kira? Ja. Eins. Warte, was? Zwei? Drei? Ich glaube, der Ref ist auch erschöpft. Also Prinz Kira hatte gerade sehr viel Zeit, um da rauszukommen und hat's nicht geschafft. Lord of Nightmare setzt sich durch. Ja, ich meine, er wurde gerade angerempelt von... Ne, Lord of Nightmare. Da steht man natürlich erstmal unter Schock. Und Lord of Nightmare setzt sich durch. Die Dunkelheit hat gesiegt. Und das alles nur, weil Ashley dabei war. Ashley, ja, hat den Männern Kraft gegeben. Und damit sind wir durch mit unserer Card. Ne, unsere Kontaktinformationen sehen wir da an der Seite, falls ihr schreiben wollt, falls ihr Wrestler einreichen wollt, falls ihr die alte Videos gucken wollt. Diese Folge wird natürlich mit etwas Verspätung auch auf YouTube landen. Jetzt ist auch frisch Last Light auf YouTube hochgeladen. Könnt ihr euch also da angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, ne, sehen wir uns. Aktuelle Informationen gibt es immer auf Discord. Wann der nächste Stream kommt und so weiter. Deswegen sagen wir mal auf Wiedersehen, oder?
Genau, Schüdelümidi.